Er hat es so richtig an diesem Stuhl ausgelassen. Furchtbarer Einfall. Eins habe ich eine ziemlich coole Waffe aus einem Stuhl gebastelt, aber das kann ich jetzt besser. Nee, hinaufklettern wollen wir nicht. Wir sind ja gerade erst hinuntergeklettert. Ah, du schon wieder. Unglücklicherweise nur noch ein Schatten deiner selbst. Doch vielleicht kannst du mir erneut helfen. Wir gehen gleich runter. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier. Es lädt. Von Puppenteile. Hat jemand gekocht? Oh, das... Oh Gott. Dort sind verkohlte Reste einer Katze drin. Das ist alles in Joes Zuhause passiert und in der Wohnung drunter. Dieses Quiet Haven Hotel gibt es gar nicht. Basteltisch. Hier kann ich eine Waffe basteln. Mensch, diese Steuerung manchmal. Okay, wir brauchen anscheinend noch mehr Sachen. Mannequins. Gruselig. So, dann gehen wir erstmal runter. Wie viele Wohnungen hat der Joe genutzt? Da steckt etwas Glänzendes im Rohr fest, aber ich werde meinen Arm auf keinen Fall in dieses dreckige Abwasser stecken. Dort kam der Schrei her, ich sollte nicht ohne eine Waffe da reingehen. Okay, dann müssen wir uns doch nochmal den Stock holen. Oder habe ich irgendwas übersehen? Können wir den Stuhl doch noch nehmen? Wieso nimmt sie den Stuhl denn nicht? Warte mal, kann ich hier links noch lang? Ah. Warte, Mannequin-Arm. Dieser Arm könnte sich in vielerlei Hinsicht als nützlich erweisen. Wär's so lebendig, wäre diese Klinge sicher längst in meiner Kehle. I have to be careful not to cut myself. Okay. Da steckt ein alter Lumpen im Rohr fest. Vielleicht sollte ich ihn herausholen. Okay. Kaputt. Wenn ich hier fertig bin, werde ich ein langes, heißes Bad nehmen. Aber nicht hier, das ist sicher. Okay, wir sollten eigentlich... Ach nee, warte. Wir können ja hier noch lang, ne? Super, jemand hat ein neues Schloss an diese Tür angebracht. Okay, dann können wir aber jetzt mit dem ganzen Schnulli, was wir gefunden haben, sollten wir eigentlich etwas basteln können. These two seem made for each other. What if I screw this skull on top to make it more sturdy? Right. Done. The ultimate cat lady weapon. Wir haben eine Sense. Krass. Okay, dann können wir jetzt runterklettern. Und mit dem Tuch können wir bestimmt in das Gulliloch greifen, oder? Mit einem dreckigen Lumpen kann ich nicht viel anfangen. Außer vielleicht eine heiße Glühbirne abschreiben. Aber ich brauche keine Glühbirne. Okay. Has it worked, Ivy?
No. You useless piece of junk. You worthless fucking shit. Hast du echt gedacht, dass das funktioniert, Joe? Oh, schau mal, wer da liegt. Worry about it, mate. That girl was the size of a jet plane. And now she's out because she didn't want to play the game. That's pretty fair if you ask me. Sie ist nicht einmal dick, halt die Schnauze aus. Und wegen Menschen wie dir dachte sie das. She's not even fat. She's beautiful. She's perfect. Why can't you all fucking see that? The mirror never lies, Joe. Do you know what she saw looking in it? Sie sah dich, ich hab dich doch getötet, also warum zum Teufel bist du? Aber sie ist überhaupt but nicht she so. Is nothing like that. What difference does it make now? You found a way to fix that, didn't you, Joe? Because you always knew what's best for her. She was starving herself to death. Well, you know what they say. No pain, no gain. Ich wollte niemandem etwas antun. Ich wollte sie doch nur retten. I was just trying to save her. It's not your fault. You shouldn't be here, little brother. I'm always here. I don't want you to see this. It's okay, Joe. I understand. What do I do now? Don't bother, young man. He's already gone. But if he could answer that, he would have said, give up. This is the end. Accept it and embrace it. It's none of your business. Naive little fool. Everything here is my business. You are the sixth parasite, and the sixth changes everything. Mm-hmm. I have no idea what you were talking about, you crazy woman. Er ist also der sechste Parasit. Stop, Joe. Missed me? I thought you were dead. Where were you? I kept looking for you, but I couldn't find you. Until now, that is. It's good to see you, Agnes. You know, I failed. She's dead. That's exactly why I'm here, Joe. You can't bring Ivy back because something is missing, and I know what it is. But how? Because I finally got it. I know who I am, and I know why I'm here. Du bist mein kleiner Lichtschein dieser erdrückenden Dunkelheit. Du bist der letzte einzige Hoffnungsschimmer, an dem ich mich festhalte. Du bist Teil von Ivy, in den ich mich verliebt habe. You are that part of Ivy that I fell in love with. And that dress is the dress she got married to me in. Now you recognize it. I'm a bloke. I don't think about dresses much, but I remember it now. Good. Then there's only one thing left to do. But... Müssen wir Agnes? No. You can't. It's okay, Joe. Just switch it on. Let's bring her back to life. Joe, if this works, be good to her. I
I would never hurt you, and you know that. We can start again here. I never get tired of talking to you. It's the way you look when you sleep. We've been through so much together. I've been making myself sick. I'll help you. We can beat this shit together, Ives. Are you mad at me? I could never be mad at you. Sorry, neighbor, but I happen to have a zero tolerance for sons of bitches. Poor girl. I was too late to save you. You're late. Mrs. A? I heard noises and... Are you okay? Are you hurt? I'm fresh as a daisy. And I managed just fine on my own, thank you. What kind of trouble did you get yourself into this time? The usual. Just another human parasite. You killed Joe Davis? Afraid so. Turns out we were living next door to a psychopath. Just look at what he did to his wife. Oh, holy shit. She's nothing but skin and bones. Has he been starving her? Well, pardon me. I forgot to ask him. What the hell? Don't touch her. He's been frying her with these electric wires. So stay back, Missy. There's a switch over there. Let's shut it down. Wait! I think she's alive. Jetzt definitiv nicht mehr. Not loud. I'll get a fire extinguisher. Go! Oh, schaut mal, wer da ist. We have to run, Ivy. But it's okay. I know a place. A small countryside hotel. The kind you always like. We can start again. We will start again there.
Kommt jetzt noch was oder darf ich jetzt reden schon oder wird die Musik gleich lauter? Ach, es war schön! Oh Gott, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich jetzt auf Lorelei freue. Die Cat Lady war super, die Verbindung zu Downfall. Ich habe mich so gefreut, dass wir Susan nochmal spielen durften. Und vor allem, dass auch Mitzi wieder mit am Start war. Und dass Joe tatsächlich ein Parasit von der Königin der Mahnen war. Beziehungsweise Susan hat ja die Aufgabe bekommen, diese Parasiten zu beseitigen. Ich freue mich, dass wir so viele alte Charaktere wieder gesehen haben. Und auch hier fand ich die Story so toll. Ich liebe diese Serie von R. Michalski. Und ich freue mich sehr, 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 sehr auf Lorelei, wo ich denke, dass es da komplett darum geht, wie sie zur Königin der Maden geworden ist. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob... also wann das Spiel raus und nicht ob... Es wird schon rauskommen, aber wann das Spiel rauskommt, das weiß ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Es ist aber in Produktion, soweit ich weiß, und ich freue mich so doll darauf. Ich feiere diese Serie einfach so enorm. Die Musik ist cool, die Effekte sind cool und trotz, dass die Grafik echt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ich glaube, das mag nicht jeder, aber ich mag das total gern. Das macht das, bringt das Düstere hervor, das bringt die Schockeffekte gut hervor. Ja. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß gar nicht, kommt jetzt hier noch was? Jetzt kommt hier der elektrische Stuhl nochmal. Punkte 24 von 27, Ende A auf der Flucht. Es gibt also mehrere Enden. Wir haben also Ende A bekommen. 24 von 27 Punkten. Okay, was ist, wenn ich hier weiter drücke? Ende A. Murderer escapes from crime scene. Mörder flüchtet aus... Mörder entkommt von Tatort von Bill Hookway. Die Behörden untersuchen die Ursache des Brands, der letzten Nacht im Mehrfamilienhaus in der Helen Road ausgebrochen ist. Feuerwehrmänner fanden darin mehrere Leichen. Quellen bestätigen, dass mindestens 5 von ihnen bereits tot waren, als das Feuer ausbrach. Der Tatverdächtige wird Joe D., einer der Bewohner des Hauses. Ein Zeuge beobachtete ihn, eine verbrannte Leiche zu seinem Wagen zu tragen. Die Polizei fahndet nach ihm, momentan jedoch ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Krass! Und er dachte die ganze Zeit, er rettet seine Freundin. Und er ist aber eigentlich ein Psychopath gewesen. Krass! Ich werde auf jeden Fall... Oh, jetzt ist gerade schwarzer Bildschirm, weil das Spiel einfach ausgegangen ist. Ist aber nicht schlimm. Ich werde jetzt gleich mal gucken, dass ich dann vorher nochmal weiterspiele. Ich würde gerne statt der Managerin die Agnes umbringen. Und mal gucken, wie es da läuft. Vielleicht noch die eine oder andere Entscheidung treffen. Also bis zur nächsten Folge. Also es ist jetzt das offizielle Ende. Mal gucken, welches Ende wir beim nächsten bekommen. Also bis dahin. Tschüss.